Moin! Neue Folge Let's Play Rollercoaster Tycoon 3 und ich habe beschlossen, dieses Szenario, dass das hier die letzte Episode aus dem aus diesem Szenario ist. Oh, wir haben ein Disco erfunden. Reinigungskraft 1 ist faul. Das ist aber nicht die Reinigungskraft. Achso, das hat der Parkinspektor gerade rausgefunden, ja. Gut, unsere Mitarbeiter brauchen wir jetzt auch nicht mehr schulen, da ich diesen Park bald abbrechen werde, in dieser Folge sogar noch. Und wir werden dann mit unserem eigenen... Warum steht denn hier ein Eingang rum? Mit unserem eigenen Szenario weitermachen. Bei dem ich gerade noch dabei bin, das zu bauen, ja. Da werden wir dann alle Thematisierungsobjekte und alle Fahrgeschäfte gleich zur Verfügung haben. Allerdings nicht mit unendlich Geld, sondern es soll ja schon eine kleine Herausforderung bleiben. Ja. Deshalb werden wir hier nochmal einen kleinen Rundgang machen. Und ich habe gerade mal, ich war der Meinung, dass man früher auch in die Ego-Perspektive umschalten kann. Ja, da habe ich jetzt rausgefunden, wie das geht. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, sondern Mann, ey. Wo kann man denn hier die Besucher umbenennen? Ach, hier. Nein, der soll nicht heimgehen. Wir benennen den um in Johnny... Oh Gott. Johnny Watts. Ja, leider geht er jetzt tatsächlich nach Hause. Und man kann ihn auch nicht steuern. Aber man kann hier dafür... zwischen den Besuchern hin und her schalten. Leider kann man nicht selber steuern, das wäre natürlich lustig. Aber so sieht unser Park aus der Ego-Perspektive aus. Und es ist ganz schön laut in der Ego-Perspektive. Meine Güte, nee. Wir können noch mal weiter switchen. Wechselt der immer nur zwischen den gleichen hin und her? Ah, hier. Aha. Wo stehen wir hier gerade an? Ach ja, naja gut. War jetzt irgendwie doch nicht so spannend. Naja, wir gucken nochmal, was wir bis jetzt gebaut haben in Let's Play, im Let's Play. Angefangen hat es mit dieser Bahn, die stand schon hier. Genauso wie Dynamitgefahr. Ja, die beiden Attraktionen waren schon hier. Dann hatten wir als nächstes, glaube ich, dieses Riesenrad gebaut, ja. Und den Minenfallturm. Gefühlt schon Ewigkeiten her. Das Buffalo-Karussell haben wir auch irgendwann noch gebaut. Und unser erstes größeres Projekt war hier ja die drehende wilde Maus. Da können wir auch tatsächlich noch einmal mitfahren, ja. Natürlich von Anfang an. Ja, ist doch nochmal ein schöner Abschluss. Dachte ich mir so. Ja, die Bahn hier hat mir ein bisschen Nerven gekostet. Mit dieser Dreh-An- und Ausschaltung, ja, diese Streckenabschnitte, die bestimmen halt, ob die Gondeln sich drehen sollen oder nicht. Aber ich bekomme Bock, diese Bahn im wirklichen Leben zu fahren. Aber das ist ja oft so in Rollercoaster Tycoon 3. Hört ihr mich überhaupt, oder ist das gerade so laut hier? Weil die hier schon wieder so schreien müssen, meine Güte. Ja,
Ja, und da sind wir wieder in der Station tatsächlich. Und steigen aus. Ach, ist das laut. Sollen wir mit der anderen Bahn hier auch nochmal mitfahren? Ich weiß nicht. Nee, die habe ich nicht selber gebaut, das ist unspektakulär. Aber wo wir noch gar nicht mitgefahren sind, wo auch hier irgendwie keine andere Sau mitfährt und keiner weiß warum. Ich werde jetzt nochmal den Eintrittspreis auf kostenlos machen, vielleicht fährt ja dann jemand mit. Selbst dann nicht, ja. Dann fahren wir halt mal selber mit. Na, entweder das. So, losfahren bitte. Naja, das haben wir ja in der letzten Episode hier gebaut. Nicht, dass ihr denkt, Rollercoaster Tycoon 3, das Let's Play ist jetzt zu Ende. Nein, wir starten bloß in der nächsten Folge mit einem neuen Szenario. Und zwar ein Szenario, welches ich noch gerade selber dabei bin zu erstellen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich nehme ja immer ein bisschen im Voraus auf. Falls euch das interessiert, heute ist der, ich muss selber gerade mal nachgucken, Mittwoch, der 8. Januar. Ist natürlich blöd, dass ich hier die Wartezeit auf 250 Sekunden gestellt habe, wenn hier keiner mitfahren will. Na, verdammt. Ja. Aber ich denke mal, es dürfte bald losgehen. Und wenn wir hier mit der Fahrt zu Ende sind, ich habe mir ja, wie gesagt, ein paar Cheats rausgesucht. Normalerweise cheate ich ja nicht, aber das sind auch lustige Cheats, ja, die man mal zum Abschluss eines Parks anwenden kann. Zum Beispiel, dass alle Fahrgäste einmal kotzen. Steht hier, das können wir gleich mal ausprobieren. Und das mit der Ego-Perspektive ist ja nun auch nicht wirklich ein Cheat, sondern einfach eine Funktion. Ja, bitte jetzt losfahren. Wenn ich jetzt aus der Kamera rausgehe, fährt er bestimmt los. Nein. Nein. So. Da sind wir wieder. Jetzt haben wir den Anfang verpasst. Naja, was soll's. Wir nehmen einfach den nächsten Wagen nochmal. So. Ich hoffe, der fährt jetzt wenigstens gleich los. Weil wir wollen ja den Anfang von der Fahrt auch mitkriegen, wenn wir durch unser tolles Indianerdorf fahren. Bitte starten jetzt. Ach, ist das furchtbar spannend hier. Ich kann euch auch nochmal einen Schwung auf Schwank aus meiner Jugend erzählen. Wobei euch das sicherlich auch nicht so interessieren wird. Das war jetzt nicht so spannend. Das sieht von hier aus, als ob das Zelt hinten brennt. Das ist ein Lagerfeuer hinter dem Zelt. So, ich freue mich schon drauf auf den neuen Park, ja, weil da haben wir unbegrenzte Möglichkeiten an Thematisierung. Aber hier, das war ja alles blöd. Erstmal mit dem Terraforming hier, dass das Gelände so krumm und schief ist, das ist alles so ätzend zu bebauen. Und wir hatten halt sehr wenig Dekoration freigeschaltet. Ach. Losfahren jetzt.
Dann muss ich das nochmal umändern hier. Na toll, jetzt fährt er los oder was? So. Yay, unser Indianerdorf. Ach, na gut, das auf der rechten Seite sieht man nicht so ganz. Also ein paar Camper hier. Und auf geht's in unser Kamel- und Straußengehege. Oh, ein kleiner Strauß und noch ein. Haben wir den Strauß gerade platt gefahren oder war das das Geräusch des Kamel, das das geschissen hat? Hm. Muss ich gleich mal nachgucken. Nee, da ist noch der Strauß. Die haben aber schnell Nachwuchs bekommen. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Erstmal schön auf die Strecke geschissen da. Ach, die haben ja auch bloß eine Tragzeit von einem Monat. Deshalb gibt es da so schnell Nachwuchs. Ja, den Nachwuchs kann man immer gut verkaufen, das gibt gut Geld. Ja. Obwohl Babytiere natürlich auch immer gut. Oh, hallo, ich krieg's nicht angeklickt. Auch immer gut Besucher anziehen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das noch alles mache hier, wenn wir das eh gleich beenden wollen. Aber man kann ja noch mal ein bisschen aufräumen, ja. Ein bisschen Geld zurückzahlen. Und haben tatsächlich auch noch eine Dings geschafft hier. So, was sind denn unsere Herausforderungen hier? Darlehen zurückzahlen, achso. Super. Was wäre jetzt noch? Mindesterregung 4 für 3 Bahnen, Mindestlänge, ja, okay. Wäre auch noch zu schaffen, ja. Aber jetzt wollen wir mal gucken, wie das aussieht, wenn die Leute alle kotzen. Dazu suchen wir uns einen aus und benennen den oder diejenige um in Make me sick. Geil. Ja, haben die Reinigungskräfte ein bisschen was zu tun. Das wird ganz schön auf die Parkbewertung gehen. Schönes Ding. Hier fährt auch keiner mit. Ist ja faszinierend. Ist das schon wieder kaputt oder was? So wie sich's anhört, ja. Störung. Wäre nochmal interessant, wie viel wir hier eingenommen haben. Gesamtgewinn 316 Euro. Naja, gut. Fliegenklatsche wurde repariert. So, was haben wir noch für lustige Cheats? Alle Gäste lachen. Geoffrey. Heißt jetzt nicht mehr Geoffrey, sondern Atari. Okay, ich sehe keinen Unterschied, aber...
Was haben wir denn hier noch? Chris Sawyer. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Ja. Müssten alle einmal springen oder so. Ja, lol. Ja, das waren jetzt die spannendsten Cheats, die ich hier gefunden habe. Eventuell gibt es ja noch ein paar mehr, die hier jetzt nicht aufgeführt sind. Ja. Was machen wir jetzt? Sturz aus den Wolken. Gucken uns noch an, was das für eine Attraktion ist. Ach so. Ah, ja, nicht so spannend. Ja, dann sage ich jetzt, speichern? Ja. Ja. Sind im Hauptmenü. Und? Ja. Wir möchten zurück zum Hauptmenü. Und ich zeige euch schon mal eine kleine Sneak Preview. Wo waren denn hier die Werkzeuge? Hier, Werkzeug. So. Szenario-Editor. Ja. Dauert jetzt ein bisschen. Ich habe ja schon angefangen, so den Eingangsbereich zu gestalten. Für das Szenario, das ist es noch nicht. Das ist ein bisschen blöd. Man muss hier erst auf Laden gehen, dann. Dem Hightower sein Park. Ja, den Namen können wir uns dann zusammen ausdenken. Jetzt war ich mit den Gedanken woanders. Ich habe jetzt gerade nicht wirklich diesen leeren Park als das neue Dings gespeichert, oder? Ich wollte natürlich Spiel laden. Nein, so. Nein! Scheißdreck! Oh, jetzt kann ich nochmal von vorne anfangen. Nur weil ich hier mit meinen Gedanken wieder nicht beisammen bin. So eine Scheiße. Kacke. Ach. Naja. Ich sag tschüss, winke, winke, bye, bye. Ich bastel mir da noch wieder was zurecht. So, ich bin das doch nochmal. Ich hatte ja, zum Glück legt Rollercoaster Tycoon selbstständig eine Sicherungskopie an. Das finde ich gut. Musste ich in dem Ordner einmal suchen. Ansonsten hätte ich, hätte auch funktioniert, über Windows 7 die Vorgängerversion einfach herstellen können. Ja, so sieht unser neues zukünftiges Szenario aus. Hier ist die Zufahrtsstraße, ja. Parkplatz. Hier ist noch so ein kleines Kassenhäuschen, ja, wo schon mal im Voraus die Kassen, die Karten, Eintrittskarten gekauft werden können. Und hier ist unser Parkverwaltungsgebäude. Ja. Weiter bin ich noch nicht. Hier ist der Eingang und dann haben wir viel freie Fläche zum Bauen. Ja, gut. Ich freue mich tierisch drauf. Ich werde hier noch ein bisschen weiter basteln. So, jetzt aber wirklich. Tschüssi.